Jo, geil. Ja. Klar. Was? Joa, Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake mit mir, dem Sray. Beim letzten Mal hier stehen geblieben. Machen uns jetzt auf den Weg zum... Wohin machen wir uns? Wo wollten wir hin? Ja? Oh, okay. Achso, wir wollten uns auf den Weg zum Cauldron Lake machen. Ja. Und auf geht's jetzt. Mal schauen, was noch so kommen wird. Ich denke mal, das Spiel, also die Story wird an sich nicht mehr so lange laufen. Hallo? Hallo? Kann ich sie mitnehmen? Ja? Nein? Okay, dann fahre ich weiter. Hallo, wie sieht's? Okay, da ist auch keiner. Okay, okay, okay. Dann fahren wir weiter. Oh ja. Nö, nö. Alter! Ey! Das ist nicht nett! Ich sollte damit wahrscheinlich aufpassen. Und nicht zu viele töten. Das könnte wahrscheinlich nicht so gut für mich ausgehen. Da man noch einen weiteren. Okay. Nice, der ist weg. Hier haben wir nichts mehr. Wir fahren mal weiter. Jedoch, wo müssen wir hin? Okay, da haben wir nichts. Das heißt, wir müssen da hoch. Heißt, wir müssen hier hoch. Auf dem Parkplatz des Diners. Ja, was wartet hier denn nur auf uns? Auf diesem tollen Parkplatz des Diners. Achso, wir müssen da rumfahren. Nö, sehe ich nicht so. Ja, also der Rückwärtsgang ist ja wohl mal ultimativer Bockmist. Oh Gott, so ein Auto würde ich mir aber... Was war das denn jetzt schon wieder? Ah, wir können auch darüber cruisen. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wir gehen erstmal. Lass diese fucking Tür doch einfach auf. Das wäre eine Million mal sicherer, Alan. So, ein bisschen Munition. Können wir mal nachladen. So, dann gehen wir mal hier rein. Hallo? Ist hier wer? Was? Okay. Der Unterschrift im Motelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Oh. Soll ich? Ja. Aber sowas von. Zimmer Nummer 2. Draußen. Nein. Und hier? Oh, auf Klo. Wieder mit Toilettenwascher. Ist das lecker. Das Majestic Motel. Allgemeine Informationen. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von $100 an. Wir akzeptieren alle führenden Kredit- und EC-Karten. Keine Checks. Die Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine laute Musik, keine Haustiere. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit, hauseigene Anlagen sind nur den Gästen vorbehalten. Keine Besucher nach 21 Uhr, keine Ausnahmen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Majestic. Beachten Sie auch unsere Rabatte für Senioren und Veteranen. Hä? Hä, habe ich jetzt einen Anzeigefehler oder was? Ach so. Ich habe noch gar nicht gewechselt.
Oder was? Ach, ich hatte das Jagdgewehr. Ja, nehme ich das Jagdgewehr mit. Entschuldigung. Hallo. Oh. Was ist denn hier los? Das ist die Bude von Nightingale, oder? Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Was war das? Achten Sie auf sich! Oh ja, natürlich. Ich hätte es geglaubt. Oh, natürlich. Nee, ey. Nee, nee. Lass den Scheiß mal sein. Steh nicht so drauf. Ah, da kommen wir natürlich nicht rein und hier. Auch nicht. Okay. Oh ja. Statt darüber zu klettern, ne? Nö, können wir nicht. Oh Mann. So. Wow, das Auto sieht echt demoliert aus. Ich sollte ein anderes Auto nehmen. Das hat mir nämlich schon zu viel, ja, demoliert. Also wir haben damit schon ziemlich viel demoliert. Ich denke mal, das kommt dann nicht so gut. Was haben wir denn da oben? Sorry Leute, ich weiß. Musst du wieder so viel um dich so viel umgucken. Tut mir leid. Aber wir haben wenig Munition und sowas. Egal was wir finden, es könnte uns weiterhelfen. Ja, aber nichts ist schon immer ein bisschen doof, ne? Oh. Oh ja, tschüss. Tschüss. Oh ja. Am Arsch. Bricht die Brücke zusammen oder sowas? Na, ich hoffe nicht. Leuchtfackeln. Na, ich hoffe nicht. Oh ja. Kennen wir noch irgendwo her, oder? Oh Mann. Nicht euer Ernst. Was zum Teufel? Oh! Oh ja. Oh yeah. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Ich hab hier voll Schiss, Mann. Hör auf damit. Das ist echt nicht cool. Nein. Yay. Juhu. Oh ja. Oh ja, geil. Megamäßig geil. Ich hab überhaupt... Ich hab überhaupt keinen Schiss. Nein, überhaupt nicht. Alle 10 Sekunden denke ich, mich tötet hier irgendwas.
wow. Oh, wow. Schön gegen das Auto, genau. So muss das. So, eine kann ich benutzen. Da vorne ist nämlich gleich schon... Jo. Jo, geil. Ja. Was? Zwei Hits und ich bin tot. Natürlich. Und jetzt... Ist das euer fucking Ernst? Ist das... Alter, leck mich doch. Den ganzen Scheiß nochmal. So, weg mit dir. Weg mit dir. Sehe ich nicht ein, ey. Was soll das denn? Oh ja. Oh yeah. Ich habe auch zu spät gesehen, dass ich noch Blendgranaten habe. Werde ich natürlich gleich benutzen. Im Fight gegen den Bagger. Oh ja. Geil. Oh, hammergeil. Yay! Oh, geht doch einfach weg. Geht einfach weg. Lasst mich in Ruhe. Ja, komm. Danke. Danke sehr. Haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Natürlich. Oh ja. Oh ja. Natürlich. Also das finde ich jetzt echt ein bisschen richtig kacke. Das fand ich jetzt richtig kacke. Ich lass mich mal eben recken. Oh Mann. Euer verdammter Ernst. Eieiei. Wie schnell heile ich mich denn? Ich heile mich ja kaum, ey. Oh, das hat so viel gebracht gerade. Wow, yo. Tschüss. Ja. Na komm. Wow. Ich freue mich auch. Ja, ich mich jetzt auch. Ja, das gibt's nicht, ne? Direkt vorm Safe Spot tot gegangen. Direkt vorm Safe Spot. Oh, was ist das? Das ist doch immer doof. Und da oben ist bestimmt auch irgendwo was. Oder so. Hier ist nämlich so ein Weg. Ja, ja, du mich auch. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab da keinen Nerv drauf auf euch. Ja, wir fahren mal hier außen rum. Ah, okay. Okay. Jo. Ein geiler Truck.
Na los, komm! Ah, geht doch. Weg mit euch. Und hier ist für uns sicher, oder was? Ja, hier ist für uns auf jeden Fall irgendwie sicher. Ach so, ich kann hier doch hoch. Ziemlich dunkel hier und eng. Eine Leuchtfackel, okay. Eieiei, die Musik schon wieder. Jetzt echt irgendwie drauf. Jetzt echt irgendwie drauf, Spannung aufzubauen. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde gerne... Ach Quatsch. Wo müssen wir... Da ist noch was. Da ist noch was. Da will ich hin. Mir egal. Da ist eine Thermosflasche. Kommen wir da rein? Nein. Okay. Bam, weg mit dir. Weg mit dir. Oh ja, geil. So wie wir es lieben. Irgendwo festzuhängen. Ist ja immer schön. Kennen wir alle. Wer war das denn? Okay. Bloß hier weg. Bloß hier weg. Nee. Nee. Oh Leute, Mann. Safe Point. Safe Point. Was? Okay. Okay, 16 Schuss, ja, nehme ich die Pumpgun mit. Gut. Wir haben uns hier irgendwie durchgeschlagen in dem Part. Es ging wirklich nur noch um Leben und Tod mittlerweile. Ja, wie uns das eine Manuskript schon verraten hat, das Dunkel tut mittlerweile alles, um uns zu töten, damit wir nicht zum Cauldron Lake kommen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr den Part bewerten würdet, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschö tschö.